Einer der Dinosaurier, wahrscheinlich sogar der Dinosaurier, der am allermeisten in der Jurassic-Reihe vernachlässigt wurde, ist doch, wenn man mal ganz ehrlich ist, der Mosasaurus gewesen. Ich meine, irgendwo hat das Tier auch einen Kultstatus und das meiner Meinung nach auch total verdient. Dass er jetzt unbedingt im Endkampf von Jurassic World den Indominus Rex umbringt, war, das kann man jetzt mögen, man kann es auch nicht mögen, aber an sich ist dieses Tier doch immer sehr imposant gewesen, wenn es eben einen Auftritt gehabt hat. Gerade zum Ende hin von Jurassic World Fallen Kingdom, als wir dann wirklich auch sehen, dass der Mosasaurus sich außerhalb seines Geheges befindet und jetzt im offenen Meer sein Unwesen treibt, hat das doch schon für Gänsehaut gesorgt. Habt ihr euch mal gefragt, wie dieses Tier überhaupt aus dem Gehege rausgekommen ist und dann von der Insel ins offene Meer gekommen ist? Die Antwort darauf ist nämlich gar nicht mal so leicht. In diesem Video erkläre ich dir nicht nur die Möglichkeiten, wie der Mosasaurus vom Gehege ins offene Meer gekommen ist. Wir besprechen hier auch mal so ein paar Sachen, die dem Ganzen im Weg stehen. Ich meine jedoch, zum Schluss eine relativ plausible Antwort gefunden zu haben. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran und jetzt viel Spaß mit dem Video. Der Mosasaurus musste das Gehege auf langfristige Zeit hin verlassen. Warum? Naja, ganz einfach, wegen der Nahrungsknappheit. Nachdem Jurassic World in Jurassic World 1 untergegangen ist oder beziehungsweise die Dinosaurier ausgebrochen sind, wurde der Park eben nicht weiter betrieben, was ja komplett logisch ist. Das heißt, auch der Mosasaurus wird keine Nahrung mehr gehabt haben. Später eventuell dann ja. Der Indominus Rex wird auch für den einen oder anderen Tag noch ausgeholfen haben, diese Nahrungsknappheit zu überwinden. Eventuell wird der Jurassic World Park auch bestimmte Futterstationen gehabt haben, die wir auch schon in dem Spiel Jurassic Park The Game sehen. Aber auch da wäre die Nahrung eben irgendwann einfach aufgebraucht gewesen. Das heißt, das Tier musste sich irgendwie aus dem Gehege befreien. Und wir sehen ja dann zum Schluss des Openings von Jurassic World Fallen Kingdom, dass sich der Mosasaurus auch wirklich aus dem Gehege rausschlängelt und ins offene Meer gelangt. Dabei gibt es aber ein kleines Problem. Wenn wir uns die aktuellste Karte des Jurassic World Parks einmal ansehen, merken wir, dass es hier gar keine wirkliche Verbindung zum offenen Meer gegeben hat. Theorien gehen jetzt hiervon aus, dass eventuell auch Rohre das Tier befreit haben können. Das sehen wir zum Beispiel auch in Jurassic Park The Game. Quasi die Rohre, die dafür sorgen, dass das Gehege des Tieres sauber bleiben. Also wo dann die ganzen Fäkalien aus dem Gehege abgesaugt werden. Eventuell hat er sich dann dadurch geschlängelt, aber wären die groß genug gewesen? Man weiß es auch nicht ganz genau. Es gibt bestimmte Konzeptzeichnungen, die ich euch jetzt gerade hier mal einblende, die es aber nicht in den fertigen Film geschafft haben, in dem wir sehen, dass es auch ein Unterwasserareal gegeben hat, in dem die Menschen wie durch einen Glastunnel gelaufen sind, um eben den Mosasaurus zu begutachten. Gerüchten zufolge wäre hier sogar eine Szene geplant gewesen, in der Owen aus diesem unteren Areal rausgerannt wäre, während nach und nach die Glasscheiben geplatzt wären. Die Szene hat man dann wahrscheinlich aber aus dem fertigen Film entfernt, weil man keinen Grund gefunden hat, warum das genau jetzt erst passiert. Wäre es vielleicht möglich, dass der Mosasaurus aber dieses Areal letztendlich dann doch unter Wasser gesetzt hat, dass er eben die Scheiben kaputt gemacht hat und dann eben durch den vollgelaufenen unteren Areal ins offene Meer gelangt ist. Auch das wäre eine Option gewesen. Allerdings passt das auch nicht wirklich zu dem, was wir sehen, denn das, was wir sehen, ist relativ simpel. Wir sehen, wie sich das Tor in den Jurassic World Park öffnet. Es gelangt ein U-Boot hinein und das U-Boot kommt aus dem offenen Meer direkt in das Gehege des Mosasaurus. Durch selbiges Tor gelangt das Tier dann aber auch aus dem Gehege raus ins offene Wasser. Das würde nur funktionieren, wenn es auch wirklich einen Bezug, also einen Zugang zum Meer gegeben hätte. Eine weitere Theorie, bei der ich gesagt hätte, boah, keine Ahnung, ist, dass die Szene, die wir zu Beginn von Jurassic World Fallen Kingdom sehen, also das Opening, dass diese Szene eigentlich erst nach dem Vulkanausbruch spielt. Das würde bedeuten, dass der Mosasaurus sich die Risse, die in der Insel entstanden sind, zunutze gemacht hätte und wäre eben dann so ins offene Meer gelangt. Allerdings wäre das sehr seltsam, weil es gibt null Verweise darauf, dass das so wäre. Dementsprechend wäre es auch dumm gewesen, das alles so chronologisch durcheinander zu drehen, weil es einfach niemand mitbekommen hätte, dass diese Szene eigentlich erst später spielt. Es ist mehr so eine Theorie, wo man sagt, man versucht sich jetzt irgendwas schön zu reden, im Endeffekt aber macht es nicht unbedingt wirklich Sinn. Jetzt habe ich hier eine Antwort für euch, die nicht unbedingt befriedigend ist und die sehr wahrscheinlich weitere Diskussionen in den Kommentaren unten hervorrufen wird. Gar kein Problem, schreibt mir alle eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein und auch, was ihr für Gedanken hinter diesem Ausbruch habt. Vielleicht habt ihr Informationen, die ich noch nicht habe. Jetzt bekommt ihr erstmal hier meine offizielle Antwort, die ich
im Netz gefunden habe. Mal wieder hat unser lieber Meisterregisseur Colin Trevorrow seine Finger im Spiel gehabt. Die Szene, die wir zu Beginn von Fallen Kingdom sehen, war wohl schon geplant gewesen, als Jurassic World 1 gedreht wurde. Ja, diese Trilogie war von Anfang an geplant gewesen. Das heißt, ein Grundkonzept, eine Trilogie stand schon fest, als Jurassic World 1 in den Kinos gelaufen ist. Der Regisseur von Jurassic World 2, Fallen Kingdom, John Bayona war der Name, glaube ich, hat Colin Trevorrow darauf hingewiesen, dass diese Szene in dem Film erscheinen würde und dass doch bitte die fertige Karte oder zumindest die Karte des Jurassic World Parks dem angepasst werden müsse. Jahre später, ich meine, es war kurz bevor Jurassic World Dominion im Kino gelaufen ist, wurde dann eben die Frage auch wieder aufgegriffen, wie kam denn das Tier jetzt eigentlich wirklich vom Gehege ins offene Wasser? Die Frage wurde eben an Trevorrow gestellt, weil er auch der Regisseur von Jurassic World Dominion ist und er hat dazu gesagt, es gab die Grundidee, dass man diese Karte eben des Parks anpassen sollte, aber er hat das einfach vergessen, nochmal dieser Szene anzupassen. Und ich weiß, ey, ich gebe mir wirklich immer Mühe, eine plausible Antwort für bestimmte Sachen zu finden. Und ich glaube, in der Regel schaffen wir das auch. Ich meine, ihr schreibt mir auch immer wieder super coole Theorien für bestimmte Fragen rein. Eben auch was Jurassic Park 3 angeht, da haben wir ja ziemlich viel auch aufdecken können, wie was jetzt wirklich Sinn gemacht hätte. Hier ist die Antwort ganz einfach. Es ist ein riesiger Filmfehler. Es macht so, wie wir es hier sehen, in keinster Weise Sinn. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Colin Trevorrow hat vergessen, die Karte den Wünschen des späteren Regisseurs John Bayona anzupassen und deswegen haben wir eben dieses kleine Plothole im fertigen Film bekommen. Nichtsdestotrotz macht es ja immer noch auch Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie das Tier trotzdem hätte entkommen können und da finde ich persönlich wäre eine Antwort, wie dass er irgendwie durch unterirdische Tunnel hindurch gefleucht ist, dann doch irgendwie am plausibelsten. Das Problem ist einfach nur, wir sehen ja, wie das Tier das Gehege verlässt und das Gehege mündet direkt am offenen Meer. Ein weiteres Konzept für Jurassic World ist übrigens auch noch gewesen, dass dieses Gehege tatsächlich am offenen Meer angebracht worden wäre und verschiedene Tunnel und Rohre hätten einfach Haie vom offenen Meer in das Gehege reingelockt. Das heißt, das Gehege wäre laut diesen Konzepten, die wir aber so nie im Film gesehen haben, doch mit dem offenen Meer verbunden gewesen. Lass mich jetzt auf jeden Fall deine Gedanken dazu wissen. Was sagst du dazu? Hast du vielleicht eine Idee, wie das Tier jetzt wirklich ins offene Meer gelangt sein könnte? Hast du vielleicht ein offizielles Statement auch für mich, was ich hier in den Kommentaren verlinken kann? Wenn du meinst, die Antwort darauf zu wissen, dann bitte aber mit der offiziellen Quelle, sonst kann ich damit gar nichts anfangen. Bis auf Weiteres müssen wir uns damit also einfach abfinden, dass hier ein wirklich dummer und zum Teil auch ignoranter Filmfehler passiert ist. Und hey, ich will nicht wieder über Colin Trevorrow herziehen, aber der Mann ist halt, er fällt nicht unbedingt positiv auf, je öfter man sich mit ihm beschäftigt. Schreib mir deine Gedanken auf jeden Fall in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.